So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt oder zu einem kurzen Projekt, um genau zu sein, oder Let's Show oder wie wir es auch immer nennen wollen. Auf jeden Fall will ich euch diesmal Case Animatronics vorstellen. Ja, eigentlich haben wir den Titel ja eigentlich schon behandelt auf dem PC, allerdings haben wir die Android-Version vor uns und ja, die seit dem 25.09.2018 verfügbar ist. Also gar nicht mehr so lange her. Und ja, jetzt können wir uns das eigentlich auch auf Android genießen. Da es auf dem PC ja nicht so nice lief, was halt an meinem Laptop lag und weil es halt mit Kamera aufgenommen war. Aber jetzt können wir das hier mit einem Aufnahmeprogramm auf dem Android genießen. Klar, es ist qualitativ natürlich nicht so geil wie auf dem PC, aber also mit einem Aufnahmeprogramm auf dem PC, aber müssen wir mit leben jetzt. Ich habe nun mal keinen qualitativ guten Laptop gerade hier vorhanden, mit dem ich das aufnehmen könnte. Da würde es nur verbuggt auf dem einen Laptop, den ich habe, laufen. Und ja, und falls ihr schon seht, wie gesagt, ist alles schon eingestellt hier und so, mit Deutsch und so. Eigentlich müsste man hier alles nur einstellen, aber das habe ich schon mal im Voraus schon mal gemacht. Gemacht allerdings habe ich hier nichts. Aber ein Blind Let's Play braucht ihr, wie gesagt, eh nicht erwarten, denn eine PC-Version haben wir auch ein bisschen schon angezockt. Und ja, das haben sie auch gelassen mit den Ohrstöpsel im Deutschen. Nice. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. Ja, also man merkt qualitative Unterschiede natürlich, ist klar. Aber für den Port ganz okay. Ja, doch. Ah, yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. How much does it cost? Okay, got it. Muss mich erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden. These are gonna be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. Battery drains out very quickly. Yep, see. We need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. Hell, what is it? They better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. Oh komm, kannst du dich einfach wieder hinsetzen, damit ich hier ein bisschen mich auch hier durchprobieren kann? Ach egal, wie gesagt, es ist schon eine Weile her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Und genauso schon mit Sicherheit schon Monate. Ja doch, Monate ist es schon her, dass ich das Game das letzte Mal gezockt habe und ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ganze funktioniert hat. Also hier. So, hier Tablet anmachen. Aufschauen. Allerdings ist da gerade no Signal, weil hier gerade alles ausgefallen ist. Und es hat auch wenig Akku, also von daher bringt es eh nichts. So. Wenn irgendwas so interagieren ist, dann ist hier so eine Hand, da können wir damit interagieren. Dann haben wir das hier Bewegungs-, so ein D-Pad, womit wir uns bewegen können. Und wenn ich sogar darauf drücke, dann kann ich sogar rennen. Dieses kleine Männchen da. Logischerweise. Und ich erkunde ja gern hier, deshalb würde ich sagen, gucken wir uns erstmal die ganze Scheiße an. Kann man auch irgendwie. Nee, sonst würde ja da die Hand erscheinen. Also anscheinend kann man mit den Schubladen nicht interagieren. Das ging aber bei der PC-Version auf jeden Fall. Da kann ich mich doch ein wenig erinnern. Man konnte sich doch auch irgendwie unter den Tischen verstecken. Ich habe aber in der PC-Version das andauernd verkackt. Ja, hier, guck. Könnte man sich vor den Viechern verstecken. Aber wo soll ich denn eigentlich lang? Donuts. Nom. Okay, die Tür ist eindeutig verschlossen. Was ist das hier? Die ist verschlossen. Hi. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Türe? Ja, ich will da auch noch raus. Genau.
Die Tür habe ich noch nicht abgecheckt. Also, unübersehlich kann ich da oben sehen, finde das Kontrollbüro und schalte das Licht an. Ja, bin ich gerade dabei. Ging sich hier lang? Nee. Hier gammelt der Animatronic rum, dieser komische Wolf oder was das darstellen soll. Da steht so ein oller Code. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wofür der war, aber kann mir auf jeden Fall sicher sein, den kann ich mir merken. Muss ich mir merken, warte, mache ich mal schnell. Hoffe, dass ich mir noch merken kann. 4397. Okay, ich versuch's. Keycard, okay. Ui. Okay. Geheizt sind wir 23 Grad. Ja, kann man mit arbeiten. Bin ich schon da? Das ist doch. Ja. Au. Ja, ich habe die Ohrstöpsel schon nicht vergessen. Ich habe richtig auf die Fresse gekriegt. What a terrible dream. It is midnight already. Time to go home. Ja, dann los. Night call. Let's hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had. Now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. Also da oben kam gerade so ein Zeichen, das eindeutig gerade eben gespeichert wurde. Wir haben anscheinend einen Safe Point erreicht. Und ja, ich glaube, dass eventuell, dass das Spiel will, dass ich dieses Papier aufhebe. So auffällig, wie das leuchtet. Ah. Okay. Juni 1987. Ich habe Emma gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich werde mich an diesen Tag für den Rest meines Lebens erinnern. Der Anfang eines tollen Sommers und der Auslieferung. Lieferungsbeginn der sich bewegenden Animatronics, die den Kindern sogar ihre Pizza bringen. Ich habe ein Fernsteuerungssystem für den Fall des Notfalls eingebaut. Sollte etwas schief gehen. Ich habe einen Anzug für einen der alten Animatronics aus dem Familienrestaurant gefunden. Der war ein bisschen verrostet, aber funktioniert noch. Ich habe ihn auch ein wenig modernisiert. Jetzt ist es das Wichtigste, die Kinder zu schützen. Ich habe ein paar Ideen, aber die Behörden verweigern die Mitarbeit. Dennoch lohnt sich ein Versuch. Wir haben Angebote anderer Organisationen erhalten, die Zugang zu meiner Vorgehensweise mit den Animatronics wollen. Ich habe alle Angebote abgelehnt, weil ich den Vertrag nicht brechen kann. Da kann ich mich sogar gar nicht mehr erinnern. Ich wusste gar nicht, dass das ist dann hier wie ein Slender hier Papier. Kram einsammeln kann. Wusste ich tatsächlich nicht. Entweder habe ich das in der PC-Version nie gecheckt, dass man das kann. Ey, tatsächlich das nächste. Weil sie haben eindeutig in der PC-Version nicht so auffällig geleuchtet wie hier. Das ist hier sogar einfacher. Januar 1986. Es stellt sich heraus, dass das Restaurant aufgrund eines starken Konkurrenten schließen musste. Außerdem gab es dort einen schrecklichen Vorfall. Es wurde ein Animatronics-Anzug speziell für einen Mann hergestellt. Aber sie sagen, die Person in dem Anzug fing plötzlich an zu bluten und zu schreien. Die Kinder hatten sehr viel Angst, als sie dabei zuschauten. Wie der Anzug anfing, den Körper des Mannes zu erdrücken. Die Nachrichten sagen, dass er noch am Leben ist. Ich wundere mich, warum der Anzug kaputt gegangen ist. Diese neue Firma hat sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Jetzt reden alle Leute über diese neue Pizzeria, aber ihre Animatronics können nicht laufen. Wenigstens haben sie die Charaktere interessant gestaltet. Es scheint die beste Neuigkeit der letzten 6 Monaten zu sein. Also eindeutig reden die hier von den Ereignissen von Five Nights at Freddy's. Klar. Eindeutig ist es halt keine Ahnung, sagen Crossover, habe ich schon damals gesagt, sondern Crossover
zwischen Five Nights at Freddy's und hier Outlast. Also es ist eine Mischung aus beiden. Five Nights at Freddy's halt wegen den Animatronics und den Cams und halt hier Outlast wegen dem Verstecken und dem Papier sammeln, obwohl das ja wohl aus Länder ist. Und so. Und an dem Verstecken und dem Überleben. Wie das ja schon eine Outlast war. Nach Angaben eines Arztes, und diesmal steht gar kein Datum dran, nach Angaben. Oh fuck. Nicht, dass mich jetzt hier schon wieder angreifen kann, ey. Nee, eigentlich müsste es nicht. Wir sind doch im Tutorial drin. Nee, oder? Warte mal, wir haben doch gerade das Tutorial abgeschlossen. Oh shit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwer jetzt schon angreifen kann. Ich hoffe mal nicht. Nach Angaben eines Arztes versuchte John Bishop, Polizist, den wir anscheinend spielen, glaube ich. Weil Bishop hat dieser komische Typ erwähnt, also an dem Telefon erwähnt. Ich glaube, wir spielen der. Deshalb finde ich es auch richtig komisch, dass da unten beim Namen des Charakters einfach nur der Hauptcharakter dasteht. Warum nicht gleich hier der Name, der wie er schon hier präsentiert wird? Also, wie gesagt, versuchte John Bishop, Polizist, in den Krankenhausbereich des verletzten Scott zu gelangen. Dieser ist erst kürzlich aus einem Koma erwacht und hält sich nur mühsam am Leben, während er noch künstlich versorgt wird. Jegliche Traumatisierung kann ein Herzversagen oder bleibende Schäden am Nervensystem verursachen. Das Wichtigste ist, dass es Opfer zu stabilisieren. Er kann sich an nichts des Vorhergeschehenen erinnern, sagt der Oberarzt des Universitätskrankenhauses. Es stellt sich heraus, dass John Bishop die Abteilung in der Nacht betreten hat und Antworten von Scott verlangte. Danach musste John herausfinden, was zur Hölle am Tag des Verbrechens passiert ist. Sam Scott verweigerte jede Antwort sowie jegliches Gespräch mit dem Polizisten. Nach Aussage der Ärzte rief dieser, während die Wachmänner den Polizisten gewaltsam aus dem Krankenhaus entfernten. Ich werde zurückkommen. Das Krankenhaus will den Polizisten verklagen und verlangt seine Entlassung. Wow. Nett, was wir alles zu dem guten Bishop, John Bishop, wie er heißt, erfahren. Gibt es auch irgendwas zum Einsammeln? Wir haben schon die Chance, hier ein paar Papiere einzusammeln zur Background-Story. Dann würde ich sagen, sammeln wir die auch. Haben wir ja Zeit. Wir können uns ja Zeit nehmen für das Game heute. Haben wir nichts Besseres zu tun. Habe ich sogar wirklich nicht. Ah, da habe ich die nächste gefunden. Dezember 1985. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich schreie jedes Mal, wenn mir etwas Gutes passiert. Ich habe Emma am Weihnachtsabend getroffen, was sehr nett war. Ich war enttäuscht, dass Emma nicht zu dem Familienrestaurant eingeladen konnte. Als wir dort ankamen, war das Restaurant geschlossen und leer. Wir konnten nicht mal unsere Lieblingsgerichte erkennen. Aber wir haben einen Weg gefunden, uns zu unterhalten. Gibt es jemanden, dem Schneebälle nicht gefallen? Was? What? Oh fuck. Hallo? Meine Taschenlampe ist im Arsch. Jetzt. Ich wollte schon sagen, was ist passiert. Das Tablet brauchen wir jetzt nicht. Alter. Es ist so fucking düster. Ich habe auch die Lautstärke übelst hochgestellt, damit ihr auch was hört. Und ich mich auch immer erschrecke vielleicht. Vielleicht. Müssen wir schauen. Sind wir noch da? Ja, der ist noch da. Ach, wir haben den Code geändert. 7310. Pff, Digga. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wofür man den braucht hier. Die sind überall alles verschlossen. Ja, Keycard hätte ich mir schon denken können bei dem Teil hier nebenan. Ja, eine Keycard habe ich nicht. Die Tür ist geschlossen. Geht nicht rein. Ach nö. Ach nö. Heck, what's the password? In der Kacke gerade eben habe ich jetzt das Passwort vergessen. Fuck you. Sollen wir nochmal zurückrennen zu dem Drecks-Animatronic. Ist ein Atem, ey. 7310, okay. Renn. Ach, Rennzettel. 7-3...
3, 1, 0. Genau. Gibt es da irgendwo Papiere, die hier rumhängen? Da oben. Oktober 1985. Unser Gruppenleiter hat uns eine Aufgabe gegeben. Jeder muss für Halloween ein ungewöhnliches Objekt oder einen Charakter zeichnen. Es hat gesagt, dass sie unsere Gruppe an einem außergewöhnlichen Wettbewerb teilnehmen lassen will. Ich habe mich sofort an die Animatronics aus der Pizzeria erinnert und sie gezeichnet. Das war ziemlich ungewöhnlich. Okay. Ja, eindeutige Anspielung auf die auf Five Nights at Freddy's. Need to turn on the second fuse box. Oh Gott, zweite Tafel aktivieren. Aber dieser wurde nicht gejumpscared oder aufgefressen. Da er noch außer bei mich aufgefressen hat. Holy shit. Oh nein. Kann ich nicht einfach hier rausgehen? Ja, sag mal. Reagiert gar nicht. Ja, okay, also raus können wir definitiv. Ja, ist gut. Lol. Guckt euch mir das an. Das ist aber Batman oder was? Sind wir das? Wanted? Gesucht? Drei Männer, alles klar. Cool. Aber Papiere gibt's hier nicht, ne? Hier ist wieder der Mitarbeiter des Monats. Oder was auch immer. Ja, komm. Sieht bestimmt auch ein Mitarbeiter des Monats oder so aus. Oder der Chef, keine Ahnung. Ja, nee, der Chef war doch der mit dem. Der müsste eigentlich der hier sein, ne? Der mit dem Hut hier. Dann ist der wahrscheinlich der Mitarbeiter des Monats oder so. Keine Ahnung. Tür ist geschlossen. Ach, jetzt ist der Herr weg. Nee. It loves to play. Ja. Nein. Okay, da ist er. Jetzt. Okay. Ah, ja. Hier können wir uns so stecken. Da kann ich mich noch erinnern. Das ist cool. Können wir uns hier im Schrank verstecken. Jetzt kommt er ja gleich vorbei. Ihr dackelt, ne? Ja. Wow, da oben der Hinweis steht einfach mal, keine Ahnung, in welcher Sprache der steht. Das ist gerade in der Dusche drin. Ich hau es mal ab. Oh, da oben ist aber Teil von Geräusche. Ich sollte mal auch nicht so viel Lärm machen. Okay. Okay, morgens. Nicht, dass er jetzt kommt, während ich hier lese. Oh shit. Nein! Jetzt habe ich das. Oh mein Gott, ich glaube, ich höre ihn. Ich habe keinen Bock, von denen erwischt zu werden. Jetzt schon, so früh. Mach nein, nein! Soll das Licht ausmachen, nicht rausgehen. Aus! Komm auf die Cam, wo ist er denn? Oh. Okay, er macht. Oh! Das kommt bei uns drin. Okay, der läuft gerade links weg. Shit, wir sind leider in einem Bereich, wo hier die Cams leer sind. Der ist immer noch hier. Ja, geh mal weg. Wie gut das gemacht ist, Alter.
Jetzt ist er rausgegangen. Wo ist er denn jetzt? Da sieht man Papier. Wo ist er denn jetzt? Ist er schwer in einem Raum, wo die Cam im Arsch ist oder was? Kommt er wieder? Sollte man doch langsam auch mal hier raus, ey. Kann mich ja nicht die ganze Zeit hier verstecken, ist ja unspektakulär. So, ist jetzt raus, bitte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt so. So, ich gehe mal hier lang. Was ist denn hier hinten? Papier. Im Bundesstaat Colorado, in der Stadt Aurora, hat nach Zeugen. Was ist das? Zeugenaussagen gegen 1 Uhr nachts ein unbekannter bewaffneter Mann ein Haus betreten, die Familie. Was ist das? Familie bedroht, Nachbarn und Passanten. Rief die Polizei. Alter, was ist das? Ich lese es einfach durch, das ist scheißegal. Berichtet von sehr viel Lärm aus dem Haus. Ein noch unerfahrener Polizist. Das muss ich doch verarschen. Ja, wenn ich gerade zu reden, lesen anfangen will, dann. Hört da. Während des weiteren Verlaufs starb eine Frau und ein weiterer Mann wurde verletzt. Der Besitzer des Hauses befindet sich derzeit in einem Koma im Krankenhaus. Der Verbrecher schaffte es zu fliehen, trotz der Unversehrtheit des Polizisten. Wurde dieser anschließend mit einem psychologischen Gutachten unterzogen. Die Polizei verweigert jeglichen Kommentar. Was ist das? Oh, jetzt ist wieder meine Taschenlampe wieder kaputt. Geil. Akku leer oder so. Keine Ahnung, ich sehe mal wieder überhaupt. Nix. Ich weiß nicht mal, wo ich bin hier. Das ist einfach ein absoluter Black Screen hier. Oh, treibt man hier die ganze Zeit rum, ey. Wo ist denn der Typ eigentlich? Nicht, dass er mir gleich hier hinten einen Besuch abstattet. Ah, ne, da hinten ist er. Oh, shit. Ohne Scheiß nicht, dass er mich jetzt hier wirklich besuchen kommt. Okay, er ist wieder zurückgegangen. Warte mal. Aber das war auch damals mein Problem. Ich wusste einfach nicht, wo ich hin soll. Aber ich glaube, weiter bin ich auch in der PC-Version nicht gekommen. Leider. Oh no. Fuck, Alter. Fuck, Mann. Kommt der hier rein? Wird der da ran so wieder abhauen? Papier. Opfer Jesus Gott, weil er sich für 2 Monate in einem Koma in Universitätskrankenhaus befand. Sie ist aufgefallen. Er fand sich im Koma aufgrund eines Ereignisses in seinem eigenen Haus. Bewaffnete Eindringung die junge Familie bedrohte. Der Bewaffnete schaffte es nach dem Angriff zu fliehen. Polizist, der in der Versuch in Festnahme beteiligt war, unterzog sich der einem psychologischen Gutachten, wo der Meinung der Erste nach von der gesamten Situation stark traumatisiert. Alter, ich kann das nicht lesen, ey! Bei den ganzen Geräuschen, ey. Toll, jetzt darf ich hier duschen oder was?
Wow.